Aloha. Namaste. Danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Ja, wie schon gestern angekündigt, ja, geht es jetzt weiter. Ab jetzt jeden Tag. Hier jetzt bei YouTube nicht unbedingt jedes Mal wieder erinnert an den Tag, der jetzt zu feiern ist, sondern nur heute noch mal so als kleine Erinnerung, weil du vielleicht gestern das nicht gesehen hast und dann gesagt hast, was geht jetzt hier ab, ne? Ja, das Leben feiern. Und heute, ja, kann ich das auch gut verkaufen, nämlich das ist in Deutschland hier der Tag des Schauspiels. Und ja, viele Menschen sagen ja, dass das ganze Leben quasi nur eine Bühne ist. Und auf welcher Bühne willst du heute zubringen? Was für ein Stück möchtest du heute spielen? Also ich möchte möglichst jeden Tag eben etwas feiern und ja, heute eben nochmal den mehr oder weniger offiziellen Beginn dann jetzt zu sagen, okay, ja, heute starte ich damit, dass ich jetzt ab jetzt jeden Tag bis zum Ende meines Lebens vielleicht sogar, naja, vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber möglichst mich jeden Tag daran erinnere, dass das Leben ja zu feiern sein könnte, dass ich das feiern könnte, wenn ich möchte. Klar wird es da Tage geben, wo mir nicht unbedingt nach Feiern ist, aber trotz allem, ja, kann ich ja schauen. Was kann ich denn an dem Tag feiern? Und für mich, das weißt du, wenn du schon länger zuschaust, ist es mittlerweile so, dass es einfach der Grund ist, dass ich nochmal aufgewacht bin. Und ja, zum einen eben die Dankbarkeit, die daraus entfällt und ja, eben die Wertigkeit zu haben und dann ja auch den Auftrag zu sehen und zu spüren, ja, wenn ich jetzt hier nochmal einen Tag geschenkt bekommen habe, nochmal in dieser Welt aufgewacht bin, ja, dann finde ich es, ist das auch so ein bisschen der Auftrag an mich, dass ich das Leben feiere, dass ich ganz bewusst die Entscheidung treffe, das Leben zu feiern, die Liebe hineinzubringen in das Leben, die Herzensfreude in das Leben zu bringen und mich über die Dankbarkeit dann wirklich nochmal, ja, auch selber zu erinnern, ja, was da wirklich Tolles dran ist. Und ja, ich nehme jetzt immer auch gerne mal diesen, ich habe es hier auf einem anderen Tablet, wo die Seite ist mit den kuriosen Feiertagen. Da hat also einer sich die Mühe gemacht und hat für Deutschland und Amerika, aber dann auch die internationalen Tage, die so gefeiert werden. Und ja, da steht jetzt nicht unbedingt alles drin, aber vielleicht auch mal eine Anregung für dich, wenn du so gar nicht weißt, warum solltest du heute den Tag feiern? Weil vielleicht schlechtes Wetter ist, kalt ist, uselig ist und nee. Und dann guckst du hier drauf und siehst, okay, der bundesweite Tag des Schauspiels. Und ich weiß nicht, gehst du gerne mal irgendwo hin, wo du dir so ein Stück anschaust? Oder sagst du, ich habe genug Drama in meinem eigenen Leben. Da muss ich mir nicht noch was anderes anschauen. Ja, okay. Aber
Mach doch mal aus dem Drama dann ein wunderschönes Stück. Und ja, manche Menschen sagen ja, dass wir quasi selbst der Autor unseres Lebensstückes sind, dass wir quasi unser Drehbuch für unser Leben schreiben. Und ja, vielleicht auch nicht das ganze Leben und nicht jedes Ereignis, aber vielleicht heute den Tag, vielleicht machst du mal dir eine Überlegung dazu, wie könntest du heute dein Leben feiern? Ich weiß nicht, ist es einfach nur ein Moment, den du für dich ganz privat nutzt und für dich etwas tust? Oder du feierst mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinen Kindern oder ja, einfach entsprechend mit einem Freund, einer Freundin. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwo ein Ereignis, was dich dazu bringt, ja, das Leben wieder zu feiern. Was auch immer. Ja, und da sind eben meist mehrere Tage so mehrere Sachen aufgeführt pro Tag, weil da sind so viele Sachen, die wir ja feiern können, dass meist die 365, 66 Tage nicht ausreichen, so dass man die Tage mehrfach belegt. Aber das ist dann auch die Chance für dich, vielleicht etwas zu finden oder eine Anregung, dass du sagst, hey, heute feiere ich jetzt mal den Tag der Achtsamkeit oder heute feiere ich den Tag der absoluten Herzensfreude, einfach ja von innen heraus Freude zu haben. Ich feiere den Tag für mich, dass ich in Frieden mit mir sein kann. Ich feiere den Tag, ja, mich selber lieben zu können. Übrigens, Montag habe ich deklariert für mich, ganz speziell diesen Montag, der kommt, für die Selbstliebe. Ja, natürlich dürfst du dich da jeden Tag daran erinnern. Aber ja, man hat so immer besondere Tage nochmal. Und ich habe am Montag da so einen besonderen Tag. Aber was gibt es denn heute noch? Lass uns mal gucken. Internationaler Mädchentag. Der International Day of Girl Child. Also, dass sie als Mädchen. Okay. Ja, was habe ich da für eine Beziehung zu? Ich habe ja eine Tochter. Und ja, die ist mittlerweile erwachsen, ist kein Mädchen mehr. Und trotzdem kann ich mich an diese wunderbaren Momente erinnern. Schon die Geburt war ein ganz besonderer Moment. Und vielleicht hast du ja da auch irgendwo Anknüpfungspunkte, was dir Freude bringt. Was eben das Herz ja wirklich zum Schwingen bringt. Was haben wir denn noch? Tag der Würstchenpizza. Na gut, das ist jetzt nichts für mich, aber für andere. Ja, okay. Meine Partytag. Der US-amerikanische It's My Party Day. Ey, das ist der Hammer, oder? Das ist doch der absolute perfekte Start. Jetzt auch für dich vielleicht klar zu haben, hey, einfach heute mache ich mal eine Party. Es ist kein Anlass mehr nötig, als dass ich einfach mal ein bisschen Party, ein bisschen mehr Freude haben möchte. Ja, und heute kannst du sagen, ja, hallo hier, heute ist der internationale Partytag. Gut in den USA, aber die Welt ist so klein geworden, da können wir es ja auch feiern, oder? Ja, was haben wir noch? Gibt es da noch was?
Aha. Oh, ich jetzt als Veganer, hauptsächlich Veganer, den Welteitag. World Egg Day. Ich dachte, vielleicht, also Hühnchentag oder so. Nee, aber Welteitag. Und ja, ich kann hier auch mal eine Ausnahme von der Regel machen. Übrigens, für mich ist das der beste Punkt. Als ich damals als allererstes Mal angefangen habe, meine Ernährung komplett radikal zu ändern, nämlich nur noch Rohkost zu essen, habe ich von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Sehr wahrscheinlich nicht das ganze Leben, aber ich schaue einfach mal, was das mit mir macht. Und so, ja, bin ich mittlerweile bevorzugt vegan unterwegs. Und wenn ich, ja, sowas zum Anlass nehmen könnte, aber den brauche ich jetzt nicht, ich gebe mir selber einfach die Erlaubnis. Ja, heute könnte ich doch mal wieder ein Ei essen. Man muss das ja gar nicht mehr essen. Da steht ja nur Welteitag. Vielleicht willst du schon mal für Ostern vorarbeiten und willst schon mal ein paar Ostereier malen. Ne? Ist noch ein bisschen hin, aber ja, also da siehst du, da kannst du einfach selber Inspiration reinbringen. Und ich freue mich, wenn auch du sogar vielleicht schon früher wie ich, weil ich habe da jetzt erst vor kurzem mit angefangen, bewusst wirklich jeden Tag meines Lebens ja wahrzunehmen, was das für ein Geschenk ist. Und ja, und jetzt eben klar zu haben, ich darf das Leben feiern. Ich darf das Leben jeden Tag feiern. Es ist ein Geschenk. Es ist für mich ein Geschenk. Du kannst das natürlich sehen, wie du möchtest. Nur willst du mehr Freude in deinem Leben haben? Wirkliche Freude, nicht aufgesetzte Freude, weil da irgendeiner irgendeinen Witz gemacht hat oder irgendwas Komisches passiert, sondern wirklich von innen heraus eine Freude haben? Dann, ja, ist das vielleicht ein Grund, dass du sagst, ja, es wird Zeit, mein Leben zu feiern. Und das zeigt dann auch, dass du wirklich mit der Liebe dabei bist. Du erkennst das an, wie wertvoll das ist. Und auch du wirklich alleine, dein eigenes Leben ist wertvoll, auch wenn vielleicht bisher das niemand so gesehen hat. Aber dein Körper ist zum Beispiel ja wirklich, wirklich der wichtigste Partner von dir, von deinem Denken da, von deinem Kopf. Denn ohne den Körper könntest du nicht hier in dieser Umgebung existieren. Du könntest dann natürlich auf einer anderen Dimension existieren und könntest auch weiterhin denken, fühlen, sehen, hören, riechen. Das kannst du da auch alles. Doch es ist noch mal aus meiner Sicht eben, ja, jetzt hier ein tolles Geschenk, das wirklich hier so alles intensiv wahrzunehmen. Und wenn ich dann ja das wahrnehme und merke, dass ich das ja kann, dann kann ich das feiern. Kann das, muss das nicht alles einfach nur selbstverständlich nehmen. So, das war mein offizielles Starter-Video zum Lass uns jeden Tag des Lebens bewusst entscheiden, es zu feiern. Mit Liebe, mit Herzensfreude, mit Dankbarkeit, Achtsamkeit. Ja. Ich freue mich, wenn du mitmachen möchtest und vielleicht
wenn wir uns treffen, vielleicht hier in Köln, vielleicht woanders, dass wir eine gemeinsame Zeit miteinander feiern können. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag mit vielen, vielen Momenten, die du feiern kannst. Namaste. Fühl dich geliebt. Bis dann.